Ein neuer Kunde kommt an Bord. Wait, ich will jetzt mal meine Axt ausprobieren. Mal gucken, was da passiert. Zweihänder Stahlaxt. Das Wasser scheint aufgewühlt. Also ich bin langsamer, macht Sinn. Aber mehr Damage mache ich nicht unbedingt, oder? Hey! Verendet. Sieht heftig aus, aber wirklich was, wirklich mehr Schaden haben wir tatsächlich eher nicht gemacht. Ah, lohnt sich eher nicht. Da behalte ich mein Silberschwert. Ups. Okay. Perfekt. Dann. Die Quest haben wir jetzt auch aktualisiert. Der Wolfsvertrag ist aktualisiert. Ich muss mit Jean-Pierre reden. War der nicht auch hier? War Jean-Pierre? Den habe ich irgendwie im Kopf, dass der hier war. Wait, ich meditiere doch nochmal bis tagsüber, einfach um sicher zu gehen. Was gibt's? Ich bin wegen der Anzeige hier. Endlich! Habt ihr die heute? Natürlich. 10 Wolfspelze. Wunderbar. Der Titel königlicher Jagdmeister ist mir so gut wie sicher. Sonst wäre ich eben Söldner. Wer war Bonhard? Der alte Leo war eine Legende. In gewisser Weise war er wie ihr. Er tötete emotionslos. So wie ihr einen lahmen Ertrunkenen töten würdet. Er war der Beste. Groß, schlank und... ein Blick aus diesen leeren Augen konnte einen gestandenen Mann brechen. War er ein Magier? Nein. Er tötete einige Hexer. Solche, die die Bauern gegen sich aufgebracht hatten. Magische Tricks und Hexerreflexe waren nutzlos gegen ihn. Aber er ist tot. Man könnte sagen, er hat seinen Meister gefunden. Ja. Gebt auf euch acht, Hexer. Okay. Lebt wohl. Goodie. Nice. 150 Orens. Sehr schön. Mit den 400, die wir von Leuvenda? Egal, bekommen. Ein neuer Kunde? Leuwarden. Leuwarden. Hexer, da können wir uns die, zu den Bolt, Stein auf den jeden Anführer Fall der abkaufen. Holzfäller. Er sollte eine Aufgabe für euch haben. Er lebt am südlichen Ende des Sumpfes. Gut. Danke. Was wollt ihr? Wir sehen uns noch. True, da war was. Moment. Jarenbold am anderen Ende des Sumpfes. War der nicht bei Vaska irgendwo? Nee, scheiße, der war da ganz am Ende, beim Lager der Adligen, richtig? Egal, komm, das machen wir wieder, wenn wir wiederkommen. Wir müssen eh irgendwann wieder zum Turm. Dann rede ich mit dem. Was wollt ihr? Bringt mich auf die andere Seite. Zeit ist Geld. Habt ihr euch entschieden? Kann's losgehen? Sonst hätte ich euch wohl kaum bezahlt. Bringt mich in die Stadt. Jetzt bin ich aber gespannt. So, ob er noch da ist? Unser Leuwarden. Sieht gut aus. Sieht gut aus, weder wie ein Temeria noch wie ein Redanio. Krass, hä?
Das ist ja wild. Ja? Sördele. Der Landungssteg ist jetzt sicher. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Hier ist euer Lohn. Danke. Yes. Ja? Gute Nacht, Waha. Wenn man bedenkt, wie alt das Game ist, dann kommt die unheimliche Atmosphäre im Sumpf mega rüber. Ja, definitiv. Definitiv. Aber ich bin, wie gesagt, eher so der Fan von so stimmungsvollem Setting. So mit schön Sonne oder Mond im Hintergrund oder so und ein bisschen schöne Vegetation. Aber ja, die Stimmung war wirklich sehr finster und sehr dicht. Wirklich sehr sumpfig. Haben sie gut hingekriegt. So, hier habe ich 500 Orens, obwohl es ganz schön teuer ist für einen Stein. Hier habe ich 500 Orens, obwohl das ganz schön teuer ist für einen Stein. Dann muss ich mich wohl schweren Herzens von meinem Stein trennen. Mein Ruf würde ebenso wie mein Geschäft darunter leiden, ließe ich den Handel platzen. Der Sephira gehört euch. Yes. Na, immerhin. Also schön, ich habe 8 Sephiroth gesammelt und brauche nur noch 2. Und wir haben gelesen... Achso, Glossar. Kalksteinsnotizen. Also das hier waren wir noch nicht. Im Krankenhaus St. Majoran. Kann sein, dass es dort noch 2 hat. Der Bewahrer des Turmes. Wir hatten doch ganz am Anfang einen Golem gesehen, gell? Aber hier, der hier muss doch auch noch fehlen. Dass ich die letzte Sephira durch Zufall finden werde, zum Beispiel in einem gebratenen Hühnchen, das ich im haarigen Bären bestelle oder während ich auf dem Plumpsklo sitze. Eine unbekannte Größe, das Schicksal wird mir in die Hände spielen. Wenn ich Kalkstein das nächste Mal sehe, werde ich ihn fragen, ob er seine gnomischen Wurzeln absichtlich verheimlicht, weil er Angst vor rassistischen Anfeindungen hat. Also, wir könnten im Gasthaus auch ein Hühnchen bestellen. Also, ich glaube nämlich, hier steht, die Statuen von Melitele, eine im Sumpf und die andere im Krankenhaus. Wenn ich das vorhin richtig gesehen habe, haben wir, je nachdem von welcher Statue, halt schon 3 Steine bekommen. Das heißt, ich glaube, wir hätten halt entweder die Steine von der einen Statue oder die Steine von der anderen gekriegt. Weil das macht halt keinen Sinn, dass wir jetzt nochmal 3 Steine von der Statue kriegen würden. Das heißt, ich glaube, wir müssen aktuell gar nicht mehr ins Krankenhaus. Ich glaube dann tatsächlich, wir müssen den Bewahrer des Turmes nochmal besiegen. Und im Hühnchen einen Stein finden. Das ist mal so meine Mutmaßung in dem Moment. Aber wir haben ja noch die ein oder andere zusätzliche Quest hier erledigen können. Übrigens, der Magierturm hat einen Eintrag gekriegt, aber da haben wir eigentlich schon gelesen, genau, was das ist. Guti, dann würde ich mal sagen, machen wir hier der ertrunkene Tote-Vertrag. Ich muss zu Siegfried gehen, um meine Belohnung abzuholen. Wo war der gute Siegfried denn nochmal? Auch in Visima. Sehr schön. Ich bin fürs Hühnchen. Ja, true, da könnte man mal noch hingehen. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Siegfried, das war doch unser Kollege. Mal kurz gucken, wo der rumhängt. Aha, auf seinem Posten, vorne rechts. Alrighty. Und dann müssen wir eh noch den Detektiven anheuern. Der hat davon... Ach, guck mal, Zoltan! Es kam zu neuen Massakern in... Ja? Was spaziert denn der? Wisst ihr etwas über Vivaldis Bank? Die gehört nur noch nominell Vivaldi. Wieso? Neue Besitzer. Menschen. Das erklärt so einiges.
Wirklich? Lebt wohl. So, so. Ein neuer Charaktereintrag hier gekriegt. Ich verdächtigte Vivaldi zu Unrecht, die Salamandra finanziell zu unterstützen. Die vorliegenden Beweise lassen darauf schließen, dass er unschuldig ist. Okay, davon bin ich ja von Anfang an ausgegangen. Logischerweise. Vivaldi ist ja ein guter Freund von Geralt. So, wo war sein Posten? Sein Posten ist seltsamerweise erstaunlich nahe an dem Bordell. Na, guck mal. Poster und der Flammenrose. Hä? Oder muss ich da runter? Nee, da kann ich gar nicht runter. Ach, Wachlokal. Da ist der Siegfried. Hä? War ich hier schon mal drin? Ich glaube nicht. Oha. Schwert des Ordens, temerischer Stahldolch, Eisenaxt. Malmstein nehme ich mal mit, Feuersteine brauche ich keine. Holztruhe. Oha, Geistererscheinungen und die Verdammten. Blume und Flamme. Blume und Flamme. Es war die Zeit, da der Orden der Weißen Rose den Zenit seiner Macht überschritten hatte und zerfiel. Meister und Ritter waren gleichermaßen verdorben und schwachen Glaubens. Statt Kämpfen bevorzugten sie ein warmes Bett, statt Gebeten Straßendirnen. Wer kann es ihnen verübeln? Der Titel des Großmeisters ging von Rudolf Valaris auf Jacques de Aldersberg über, einen frommen und rechtschaffenen Mann. Es heißt, dass während des Konklaves eine weiße Rose in seiner Hand in Flammen ausbrach und fromme Furcht die Anwesenden überkam. Jacques hatte eine klare Vorstellung von den nötigen Reformen und zögerte nicht, sie in die Tat umzusetzen. Er änderte den Namen des Ordens, der zum Orden der Flammenrose wurde. Doch vor allem setzte er den Rittern ein neues Ziel, dem Volke zu dienen und es vor Kreaturen der Dunkelheit und Ungeheuern zu beschützen, deren Inbegriff für ihn der Name Scoia'tael war. Das ist aber mysteriös. So. Bereits gelesen. Hier haben wir noch. Das Buch enthält Informationen über Mittagserscheinungen, Nachterscheinungen, Geister und die schreckliche wilde Jagd. Oha. Na, darüber wollen wir doch gleich mehr erfahren. Erscheinungen. Ach, deswegen konnte ich die bisher nicht looten. Wäre ich mal früher hierher gekommen. Will man eine Erscheinung loswerden, muss man zuerst ihren Körper finden. Man versuche es in ungeweihter Erde oder in der Ecke eines Friedhofs, wo Gesetzlose begraben werden. Wenn man den Leichnam ausgräbt, wird man feststellen, dass er nicht verwest ist und Blut auf den Lippen hat. Man durchbohre den Leichnam mit einem Espenpflock, schneide den Kopf ab, lege ihn in dem Leichnam zwischen die Beine und zünde alles an. Sicher, sicher. Dann kehrt die Erscheinung niemals zurück. Es sei denn, man macht etwas falsch. Dann ist es um einen geschehen. Na, das sind ja beruhigende Worte. Mittagserscheinungen? Ah, die kennen wir doch. Werden zur Mittagsstunde aus Hitze, Traurigkeit und dem Schweiß von Pflügern geboren. In der heißen Luft über den Feldern versammeln sie sich, tanzen wie wild und erzeugen Luftwirbel. Doch diese Geister mögen es nicht, beobachtet zu werden. Wer spioniert, wird gezwungen, mit ihnen zu tanzen. Mittagserscheinungen beenden ihren Tanz, wenn die Sonne untergeht, wenn der entführte Mann längst vor Angst und Erschöpfung gestorben ist. Nachterscheinungen werden aus Mondlicht, Wind und Erde, die nach einem heißen Tag abkühlen, geboren. Sie schweben über dem Boden und wirbeln in einem irren Tanz herum, den kein Sterblicher erblicken darf. Wird ein Sterblicher beim Spionieren erwischt, so wird er mit Mondlicht geblendet, in den Kreis gezogen und zum Tanzen gezwungen, bis er tot umfällt. Manchmal wird er so selbst zur Nachterscheinung. Wow. Das ist ja krass. Okay. Das
habe ich gelesen? Das auch, das auch. Dann die Schriftrollen habe ich gelesen. Jawohl. Krass, 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 krass. Habe ich das hier schon gelesen? Ja. Also, oh, das ist noch... Ah, oh, nee. Geralt, ich habe mich gefragt, ob ihr nicht vielleicht dem Orden beitreten wollt. Bestimmt. Na, natürlich. Geralt beim Orden der Flammenrose. Da sehe ich mich. Da habe ich noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ich dachte mir schon, dass euch das interessieren würde. Habt ihr einen Beweis dafür, dass ihr 10 Ertrunken erschlagen habt? Ich habe Gehirne. Oder Zungen. Hier sind ihre Zungen. Ja, ich muss das aufschreiben. 10 Ertrunkene. Gut, hier ist euer Gold. Wie viel gibt's? 150? Hajo. Sweet. Also schön. Ja, wir konnten schon die ein oder andere Nebenquest auf jeden Fall abhaken. Wir brauchen jetzt noch Hundetalg und diese komischen Echinops-Dinger und Algul. Mark. Puh. Das Problem bei diesen Dingern ist, die kann man, glaube ich, auch für Alchemie verwenden. Was bedeutet, dass ich die eventuell schon hatte und dann wieder benutzt habe. Well, well, well. Nun gut. Ich muss Levaden 3 Salamandra-Broschen bringen. Das ist auch so ein Problemchen, weil ich muss halt erstmal wieder Salamandra-Leute finden. Ich habe zwar schon einige gefunden, aber bei ganz, ganz vielen habe ich die Brosche liegen gelassen. Und 3 habe ich schon verkauft, glaube ich. So, ich werde Vivaldi sagen, dass ich einen Beweis seiner Unschuld gefunden habe. Das wäre doch auf jeden Fall schon mal noch ein guter Auftrag. Und stimmt, da müssen wir noch in das Gasthaus wegen dem Hühnchen. Warte mal, das sind wir doch eher in der Nähe. Ja, ich gehe erstmal noch kurz zum Gasthaus, da sind wir schon gleich um die Ecke. Da sehen wir gleich schon um die Ecke. Also ein Hühnchen. Wir können auch nochmal probieren, mit Polen zu reden. Ich sag ja zu einer anderen Uhrzeit was anderes. Darauf meine ich. So, Hähnchenkeule. Wird ihren Wert gewiss erkennen. Käse könnte ich noch kaufen. Hammelbein, aber das hat alles nichts mit Hähnchen zu tun. Kein Stein. Nix. Ach, egal. Egal. So. Let's go. Danke für 100 Bitsli, Mark. Danke dir. Seht ihr die Vibes da? Kein Hühnchen? Ja doch, ich habe ein Hühnerbein. Ich habe einen Hühnerschlegel habe ich gekauft, Hans. Den habe ich schon gekauft, aber das Hühnchen habe ich gekriegt, aber keinen Stein. Ich wollte ja eigentlich einen Stein dafür haben. Überflüssiges Gefasel. So, jetzt müssen wir nochmal mit Vivaldi quatschen. Achso, es war kein ganzes Hühnchen. Ja, okay. Da kann ich leider nichts dran ändern. Ja, da stand noch was mit Plumpscrow, true. Aber ich glaube, es hat beides nichts damit zu tun, jetzt im Nachhinein. Da stand noch irgendwas dabei, von wegen, ich muss Kalkstein fragen, ob er den Background, also seine Vorfahren, dass die Gnome waren, irgendwie absichtlich
verheimlicht? Albedo? Ja, diese Lösung... Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Da steht jetzt aber nichts davon. Bis dann. Das ist ja mysteriös. Vielleicht brauche ich erstmal alle anderen Steine. Der hat auch gesagt, der letzte Stein kommt durch Zufall. Vielleicht muss ich erstmal alle anderen Steine gefunden haben. Und dann quasi so sagen, so, ich finde den letzten Stein nicht mehr. Da bin ich gespannt, was Vivaldis Bart macht. Was führt euch hierher? Das muss an der Uhrzeit liegen, oder? Hä? Kaum geht Leuwarden, fängt er wieder an. Mann. Ich konnte Azar Javets Kontaktpersonen entlarven. Was soll das? Interessant. Ah. Tut mir leid, dass ich euch verdächtigt habe. Ich weiß. Vorhin war er komplett in Ordnung. Der sah absolut... Zu freundlich, dass ihr so offen mit einem Zwerg sprecht. Jederzeit. Ich habe Informationen über Javed, die nützlich sind. Genial aus vorhin. Manchmal sind selbst kleinste Details wichtig. Ich stieß in alten Akten auf seinen Namen. Er bezahlte Studiengebühren an der Zauberschule in Ban'art. Er wurde rausgeworfen, da er Interesse an dunkler Magie entwickelte. Daraufhin bezahlte er die Studiengebühren nicht mehr und damit verschwand er aus unserem System. Ihr habt es mit einem Renegaten zu tun und einem gefährlichen obendrein. Da kenne ich mich leider nicht. Als ob Zoltan und Vivaldi hier sitzen und einen entspannten Zwergenabend miteinander verbringen und mich nicht dazu einladen. Das ist fies. Ich gehe jetzt meine Sorgen ertränken. Da werde ich auch zu einem Ertrunkenen. So, schön war's. Tongruben. Hier, das wollte ich ehrlich gesagt auch nochmal ansprechen. Ich möchte einen privaten Ermittler ermitteln. An dem Haus sind wir jetzt nämlich schon 300 Mal vorbeigelatscht. Und Noxwürfel, vielen lieben Dank für heute und eine gute Nacht wünsche ich dir. Überflüssiges Gefasel. Großmütterchen. Haus des Detektivs. Wie heißt er? Ihr bringt nur Raimund Marlöwe. Okay, hier ist erstmal niemand. Aber das Feuer sieht auch sehr, sehr schön aus. Käse. Nur mehr Käse. Oh, noch ein Buch? Ein Führer durch Wisimar. Hätten wir den mal gehabt, hey. Wisimar wurde auf den Ruinen einer Elfenstadt erbaut, wie die meisten Städte der Menschen. Der Sitz der Könige Temeriens wuchs im Lauf der Jahrhunderte und besteht heute aus drei großen Bezirken, einem Hafen und den ausgedehnten Vororten des Umlands. Im Tempelbezirk zieht das monumentale Kloster des Ordens der Flammenrose die Blicke auf sich. Auch Majorans Krankenhaus, wo wahre Wunder der Heilkunst vollbracht werden, kann man kaum übersehen. Dies alles sind Sehenswürdigkeiten, doch den Bezirk der Anderlinge, der zu einem Viertel der Armen und gesellschaftlich Geächteten wurde, sollte man meiden. Die meisten Anderlinge wurden nach Alt-Wisimar umgesiedelt, ein für Besucher unerreichbares Ghetto. Neuerdings erlebt das Händlerviertel, wo die reichen Kaufleute leben, einen deutlichen Aufschwung. Hier findet man die Repräsentanten des Handels und politische Institutionen, ebenso die Bank und das Rathaus. Bei einem Besuch von Wisimars Händlerviertel sollte man unbedingt den berühmten Marktplatz besuchen, wo man jede erdenkliche Handelsware der Welt erstehen kann. Das ist ja richtig cool. So, Erdbeeren können wir da lassen. Mahakamamet habe ich keinen Platz mehr. Aber den soll ich eigentlich fast mitnehmen. Was sind die Feuersteine hier? Die brauche ich alle nicht. Machen wir mal so. Jawohl. Hä, das ist ja ganz crazy. Wisimar. Die Hauptstadt von Temerien ist die größte Stadt des Königreichs. Gut, da steht eigentlich im Prinzip nichts anderes mehr drin, als wir gerade gelesen haben. Nice. Ja, crazy, ey.
richtig cool. So. Nee, das brauchen wir nicht. Oha. Das auch nicht. Was hat denn Feuerstein über sich im Kleiderschrank? Und in den Truhen. Nee. Und eine Fackel. So, so, so. Wen haben wir denn hier? Ich bin Geralt von Rivien. Ein Krieger wie kein anderer. Euer Ruf eilt euch voraus. Wie kann ich helfen? Ich suche Informationen. Bin ich hier richtig? Gute Frage. Ich habe früher für die Anwälte Kodringer und Fenn gearbeitet. Die Namen sagen mir nichts. Aber ich nehme an, das ist eine Empfehlung. Der Papagei im Hintergrund, ist der nicht süß? Als Profi ist euch gewiss klar, dass Informationen ihren Preis haben. Ja. Ich werde bezahlen. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Mich interessieren die Leute? Mich interessieren die Leute, die Salamander-Abzeichen tragen. Zufällig weiß ich darüber ein, zwei Dinge. Aber bevor ich weiterrede, wüsste ich gern, welches Interesse ihr an dem Fall habt. Ich habe ein paar offene Rechnungen. Willkommen im Club. Das kostet euch 100 Orens. Hier ist das Gold. Erzählt mir alles, was ihr über den Anführer der Salamander wisst. Ich arbeite schon eine ganze Weile an dem Fall. Aha. Ist das eine persönliche Sache oder ein Auftrag? Ich gehe das Risiko ein, euch zu vertrauen. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Einst lebte ein glückliches Paar in Vysima. Einfache Leute mit einem 10-jährigen Sohn. Eines Tages kam der Vater nach Hause, wurde jedoch nicht von seinem Sohn, dem Hund oder vom Geruch des Essens begrüßt. Er ahnte nichts Böses, bis er den Hund fand, von einem Armbrustbolzen durchbohrt. Er war sich nicht sicher, ob es sein Hund war, doch dann fand er seine Frau, die mit einem Speer an die Küchentür genagelt war. Er suchte vergeblich nach seinem Sohn. Die Täter hatten keinerlei Spuren hinterlassen. Um es kurz zu machen, Vincent Mais musste den Fall ad acta legen. Keine Zeugen, keine Beweise. Ein halbes Jahr später tauchte der Kadaver eines Ungeheuers im Müll auf. Augen wie eiternde Wunden, raue und unregelmäßig weiße Haut. Alle hatten den Mord und den Vermissten vergessen. Fast alle. Wisst ihr, der vermisste Junge hatte einen sechsten Zeh. Nur die Eltern wussten davon. Passende Schuhe zu finden war immer schwierig. Und das tote Ungeheuer besaß einen identischen sechsten Zeh. Der Vater widmet sein Leben seither der Suche nach den Mördern. Ich hoffe, er findet sie. Zurück in die Gegenwart. Folgendes habe ich herausgefunden. Azayavit, ein Magier aus Zerikanien, ist der Anführer der Salamandra. Gut, das wusste ich auch schon. Gefährlicher als eine Grube voll Kikimoren, aber leider unerreichbar für mich. Mit seinen Kontakten und Ressourcen kann er sich in der Stadt beinahe uneingeschränkt betätigen. Ich habe am eigenen Leib verspürt, wozu er fähig ist. Noch etwas? Ich vermute, die Salamandra haben eine groß angelegte Organisation aufgebaut. Gold ist lediglich das Schmiermittel für ihre politischen Ambitionen. Sie betreiben genetische Experimente, und zwar gefährliche. Toll, das wusste ich auch schon. Gewöhnliche Folgen hätten dazu weder das Wissen noch die Mittel. Wer arbeitet für Gabe? Weiß, das haben die ja von mir geklaut. Irgendwelche Vermutungen? Der Hauptmann der Wache, der die Ermittlungen fallen ließ, verschwindet des Nachts. Vielleicht könnt ihr ein paar Informationen aus ihm herauspressen. Ist das alles? Es könnte noch einen Hinweis geben. Die Stadtwachen haben jemanden festgenommen, der etwas weiß. Die Wachen? Im Kerker? Ja. Findet einen Weg, den Gefangenen zu verhören. Und bringt so viel ihr könnt von den Wachen in Erfahrung. Verlasst euch drauf. Die Leute neigen dazu, sich mir zu öffnen. Aber noch habe ich kein Axi. Seine Informationen könnten unschätzbar wertvoll sein. Viel Glück. Wisst ihr noch mehr über den gefangenen Salamandra? Er ist womöglich einer der Anführer. Obwohl in dieser Stadt eigentlich eher die kleinen Fische hängen und die großen frei herumlaufen. Aber genaueres wissen wir erst, wenn ihr ihn verhört habt. Wir werden sehen. Noch etwas. Ich glaube, ihr werdet verfolgt. Irgendwelche Vorschläge? Wartet eine Weile hier. Macht sie nervös. Überrascht die, die euch überraschen wollen. Ich gehe um Mitternacht. Hä, das nimmt ja richtige Ausmaße hier an. Sehr wild.
Der Hexer lässt sich Zeit. Er muss einen anderen Weg genommen haben. Der Professor. Aber egal. So muss es sein. Ich nehme an, die Falle ist gestellt. Oh ja. Kümmert euch um eure Aufgaben im Händlerviertel. Ich überlasse die Sache unserem besten Agenten. Und der wäre? Ach ja, guten Morgen. Wagt es, die Salamander herauszufordern? Oh no, sag mir nicht, ich bin stuck. Boah, der letzte Hit war nice. Oh, lol. Ich glaub's hackt. Okay, also ich habe ein paar Bücher loszuwerden. Oh, und... Ah, Schiete. Okay, jetzt muss ich irgendwas droppen. Ja, das hier könnte ich noch essen. Ein bisschen Honig essen. Aber das kann ich rausschmeißen. Was war das? Brot. Brauchen wir auch nicht. Wo war das jetzt, was ich brauchte? Das hier. Ja, die brauche ich. Und hallo Kay. So, aber war da nicht noch... Alter. Der alte Mann denkt sich bestimmt, zum Glück bin ich ein alter Mann. Komm schon, wir brauchen noch ein drittes. Nur noch ein drittes. Ein drittes nur noch. Boah, so ein drittes Salamander-Gedöns. Kacke. Das ist schade jetzt. Schade. Okay. Müssen wir ein drittes woanders herfinden. Aber. Mein Widersacher ist ein abtrünniger Magier. Das bedeutet, aus irgendeinem Grund wurde er aus dem Kreis der Hexenmeister verstoßen. Einst führten abtrünnige Magier die Mutation der Hexer durch. Oh shit. Ich habe Detektiv Raimund Marlöwe angeheuert, um mich bei der Suche nach dem Anführer der Salamandra zu unterstützen. Raimund ist ein verbitterter, zynischer Mann. Er wollte keinen Finger rühren, ehe ich ihn bezahlt hatte. Aber er scheint sich auch gut auszukennen und sein Handwerk zu verstehen. So, ich möchte zu dem Antiquar. Dem verkaufe ich jetzt nämlich meine Bücher. Wait, ich glaube, wir müssen eh hier hinten durch. Schätze ich jetzt mal. Nope. Da lang. Hab ich live gesehen? Echt? Das ist bestimmt ziemlich verrückt. So, hier. Bitte. Haben wir hier irgendwo eine Feuerstelle? Ich glaube, der ist nämlich tagsüber nur da, logischerweise. Vielleicht können wir bei der Oma ein bisschen meditieren, hä? Was glaubt ihr?
Vielleicht können wir bei der Oma noch ein bisschen meditieren. Das Ende ist nahe. Solche wie ihr sind doch Beweis genug. Ist nicht persönlich gemeint. Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Der weiße Frost kommt. Ich spüre es in den Knochen. Ihr wisst nicht, wie es ist, im hohen Alter in einem kalten Haus zu leben. Aber da ist es... Stimmt, das weiß ich nicht. Uff, was könnten wir der Dame jetzt geben? Ein Schal. Hinaus! Einfach so in mein Haus zu stapfen. Ich will keinen Schal. Womit habe ich das in meinem Alter noch verdient? Aber... Sorry. Na gut, wir brauchen irgendwo... Ach, mal sieh mal einer an. Der hat wohl noch nicht genug gekriegt. Sag mir bloß, der ist abgehauen. Oh nein, der hat auch nicht sowas. Was ist das? Fistech. Der hat auch kein Medaillon. Schiete. Also kein Salamanderabzeichen. Aber das ist jetzt was ungünstig, stimmt. Das hätte ich eigentlich früher schon auf der Map hier erkennen können. Dass wir halt Real Talk einfach nur hier eine Feuerstelle haben. Aber ich weiß, dass wir zum Beispiel bei Kalkstein auch meditieren können. Safe. Weil meine Büchermädchen noch loswerden. Weil, wenn ich da nicht dran denke, dann passiert es ganz, ganz schnell, dass ich dann wieder überladen bin. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. So. Schön auf dem Teppich meditieren. Und dann können wir hier auch gleich noch unser Silber verbessern. Gruppensilber wird, glaube ich, gar nicht mal so schlecht sein. Nice. Shit. Eine Buchvorlesung? Haben die denn auch ein Buch geschrieben oder wie? Jetzt aber. Antiqua. Nur ein guter Elf ist ein guter Elf. Die Anderlinge. Die Elfen sind am. Was wollt ihr? Ich hasse diese Taugenichtse. Seit meine Tochter. Ach, trinken wir einen. Naja, kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Geld dafür. Ja, bereits gelesen, bereits gelesen. Bereits gelesen. Und hier auch. Ja, nice. Haben wir noch ein Buch, was wir noch nicht gelesen haben? Haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon. Hammer, 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 Hammer. Straße ohne Wiederkehr. Bietet Informationen über Koschtschei. Über Belebung des Unbelebten? Eine wissenschaftliche Abhandlung über die magischen Vorgehensweisen bei der Schaffung eines Golems. Das könnte spannend sein, wenn wir mal gegen einen Golem kämpfen müssen. Haben wir schon gelesen? Okay. Drachentraum-Schriftrolle. Ah, Bomben können wir halt noch nicht herstellen, gell? Stimmt. Fjernevet. Ein Herbarium, das ausschließlich Fjernevet behandelt. Es ermöglicht dem Leser, diese Pflanze zu bestimmen und alchemistische Zutaten daraus zu gewinnen. Das ist ziemlich teuer. Rituelle Pflanzen. Alter, 400. Alter.
Liefert Informationen über Vivern, Basilisken und die Gorgo. Okay, wait. Lass mich das mal lesen. Und wenn ich es dann wieder verkaufe, habe ich jetzt wieder 400. Ja. Ja. Buch der Mineralien ist halt auch spannend. Ich mache erstmal Pflanzen. Oh. Ah, so teuer, so teuer. Mit diesem Buch ist Folgendes bestimmbar. Piment, Mutterkorn, Wolfsbann, Alraune, Hahnenfuß, Hopfen und Mistel. Es ermöglicht zudem, aus diesen Pflanzen alchemistische Zutaten zu gewinnen. Ja, okay, das war halt echt notwendig, gell? Also so ist es nicht. Wir müssen halt echt ein bisschen mehr lernen. Das muss ich mir echt angewöhnen, hier die ganzen Bücher, als mal darauf zu sparen. Ja, sweet!